So, willkommen also heute zu einer weiteren Folge der Clicker Idle und Incremental Games. Das nächste Spiel ist wieder Holiday City Reloaded. Und das Schöne ist, ich bin auf Level 30. Das heißt, ich kann euch heute die Holiday Island Expansion tatsächlich zeigen. So, hier läuft alles noch wie gehabt. Aber ihr seht, ich habe Level 30 erreicht. Bin schon auf dem Weg zu Level 31, was tatsächlich auch wichtig ist für die Insel. Aber dazu gleich mehr. So, genau, hier jetzt erstmal noch die ganzen Sachen wieder abholen. So, 27, da kann ich gleich das nächste Event spielen. Da wird es wahrscheinlich jetzt, wenn ich den voll habe, wird der dann resettet werden. Aber schauen wir mal. Vielleicht kriege ich ja auch das nächste Prestige-Items. Das wäre auch hilfreich, weil alles von diesen Dingen hat einen Effekt auf die Insel. Oh, da sind viele Tickets dazugekommen, aber leider keine Elemente für das Prestige-Item. Aber dafür kann ich noch eine 10er-Runde machen. Und dann ist auch der Meilenstein komplett. Das heißt, ich kann auch noch einen Agent dann kaufen, der ebenfalls wichtig ist für die Insel. Also ihr seht, es ist fast alles wichtig für die Insel. Und ich zeige euch gleich nach und nach, was, wie und wieso und warum. So, 574 habe ich jetzt. Da kann ich jetzt gleich noch bei den Agents gucken. Weil hier wäre es jetzt für mich wichtig, die Sets zu vervollständigen. Weil es gibt einen Bonus bei der Insel, dass wenn ich zum Beispiel jetzt alle auf Level 3 hätte, würde ich da auch wieder einen Bonus bekommen. Und da mir im Moment die Profite hier in der Stadt tatsächlich unwichtiger werden, werde ich jetzt tatsächlich nicht den Vierer, sondern werde ich einfach danach gehen, dass ich die niederstufigen angleiche. So, dann hier die City Facilities. Das kann ich jetzt zwar auch kaufen, aber das ist egal, weil ich mache hier gleich mit euch noch ein Reset. Und ihr seht auch hier schon die erste Änderung. Ich habe nicht mehr 12, sondern ich kann jetzt 15 von diesen Perlen auf einmal einsammeln. Und ich habe das City Aquarium entsprechend freigeschaltet und habe hier schon die ersten 15 von 60 Items eingekauft. Das Besondere ist jetzt, dass mit jedem Kauf sinken die Itemkosten. Das heißt, wenn ich jetzt das für 45 gekauft habe, dann kostet das nächste nur 44 und so weiter und so weiter. Das heißt, es wird immer günstiger. Trotzdem lohnt es sich im Moment noch nicht, hier weiter zu kaufen. Aber das hat wiederum mit der Insel zu tun. So, Airport hat sich nichts geändert. Das, was wir jetzt hier noch machen, ist der nächste Reset. Mal gucken, 1,5 ist ein bisschen knapp. Mal gucken, wenn ich das ganze Zeug verkaufe. Dazu natürlich wieder den Airport nutzen, alles Ressourcen in eine verkaufbare Ressource, damit ich auch die, Forschungspunkte verkaufen kann. Und dann mal gucken, wie es aussieht. 2,6, das sieht doch gut aus. So, 2,6 hoch 1, das heißt, das hier kann ich eigentlich alles soweit kaufen. Das sind 0,5 auf dem 191er. Das heißt, da kommt auf jeden Fall genug zusammen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neue für das Office. Und mal gucken, ob jetzt hier der Steve zum Beispiel, ob das immer so die Grenzen sind, wenn ein neues Item freigeschaltet wird. Weil ich glaube, Steve, Anna kann ich mir jetzt noch nicht leisten, die kommt erst dann beim nächsten Mal. Aber sammeln wir mal erstmal ein. Jawohl, her mit dem Zeug. Und gut, im Moment bekomme ich jetzt noch keine Meldung, dass es ein neues Item gegeben hat. Nee, aber ich muss nochmal nachschauen, dass ich bei Twitter da den Code hole. So, was ist der Code für heute? Holz. Ja, das passt ja. Wenn ich jetzt dafür noch Holz bekommen würde, dann wäre das für die Insel sehr viel hilfreicher. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. So, jetzt habe ich schon mal 50 wieder zusammen. Also es ist jetzt kein neuer freigeschaltet worden. Ich bin immer noch bei 80 für 2187. Aber die Anstiege sind trotzdem hier nur um 50%. Das heißt, es lohnt sich nicht dafür, so viel von den Goldbahnen auszugeben. So, jetzt gilt hier wieder den Aufbau noch zu starten. Da das hier ja auch immer etwas länger dauert, beziehungsweise etliche Upgrades zu kaufen sind, auch wenn das mit den Schnellkauffunktionen ganz gut funktioniert und auch mit dem Max-Buy. Deswegen bin ich halt dazu übergegangen, das eher seltener zu machen und deswegen inzwischen doch eine ganze Reihe an Office-Upgrades hier verfügbar waren. Also nicht mehr nur mit 3 oder 4, sondern mich dann tatsächlich noch länger gedulde, bis ich dort eine größere Menge wieder kaufen kann.
Vor allem, da ich jetzt alle Funktionen freigeschaltet habe, habe ich es ja jetzt auch nicht so eilig, das in dem Bereich zu beschleunigen. Hier dann jetzt wieder in den 100er Schritten, damit ich halt möglichst gezielt zu den Trophäen dann immer upgraden kann. Weil die Zwischenschritte machen vom Geldgewinn her jetzt nicht so viel aus, dass sich das lohnen würde. Deswegen reicht es dann, das einfach nur auf die 100er Schritte zu beschränken. Der wäre jetzt gleich noch wichtig, weil das natürlich wieder ein allgemeiner Profitmultiplier ist. Und dann ist es schon fast geschafft, weil Level 30 hatte ich ja vorhin, wenn auch schon auf dem Weg zu Level 31. So, das hier ist auch noch so die eine Sache. Ich weiß nicht genau, warum das Café ausgerechnet, ob das Absicht ist, dass der hier einen anderen Wert hat, weil er auch einen höheren Bonus bekommt, oder ob der aus irgendeinem Grund aus der Reihe fällt. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es ein Bug, vielleicht ist es ein Feature, keine Ahnung. Beziehungsweise eigentlich, dass er wahrscheinlich zu niedrig ist, weswegen er jetzt schon auf Level 67 ist, aber mal sehen, ob das irgendwie geändert wird oder ob das so bleibt. Und jetzt endlich auf die versprochene Insel. Wie ihr seht, ist die Insel tatsächlich ein komplettes Element, was weitere Funktionen enthält. Also es gibt nicht ganz so viele. Also hier sind es ja 5, also insgesamt 10 Sachen, die gekauft werden können. Bei der Insel sind es nur 4, die sich in Entertainment und Recreation Sektor unterteilen. Und das ist auch gleich wichtig hier für das erste Element. Die TV-Station. So, hier gibt es nämlich die Möglichkeit, Werbespots sozusagen zu schalten. Die Werbespots kosten Sterne. Die Sterne werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit verdient. Das kann man nicht direkt beeinflussen, sondern einfach hier, wenn die Dinger laufen, dann kommt hier ab und zu mal irgendwann so ein Stern. Und das heißt, wenn, so wie hier, also das ist jetzt ein Stern und ich weiß gar nicht, ob es dann sogar schneller läuft, aber auf jeden Fall, wenn das durchgelaufen ist, bekomme ich halt ein paar Sterne gut geschrieben. Und jetzt kann ich halt nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen durch verschiedene Maßnahmen, dass eben dieser Star Chains noch weiter steigt, dann eben wie viele Sterne ich bekomme, und das hier ist halt mein aktueller Sternwert. So, jetzt ist es so, eine von diesen TV-Werten oder beziehungsweise eine so eine Kampagne dauert eine Stunde. Und am Anfang, ich rede, hier habe ich das erste Mal gestartet, weil ich nicht genau wusste, wie und was das genau passiert. Und das ist halt jetzt für die 4 Entertainment oder für die 4 Recreation. Aber natürlich gehe ich erstmal her, nachdem ich jetzt verstanden habe, wie das Ganze funktioniert, und da die Stars nur, und da die Sterne nur hier verwendet werden müssen oder verwendet werden können, habe ich jetzt, ja, klar, erstmal das Wood, das wird auch noch wichtig, komme ich gleich dazu. Und hier natürlich dann jetzt die Profite zu starten, weil wenn ich die Sterne habe, kann ich sie auch gleich dafür ausgeben, auch wenn sie natürlich verhältnismäßig hoch sind und ich hier natürlich erstmal andere Werte bekommen würde, um die zu steigern um 25%, wobei das da bleibt ja sowieso der gleiche Wert. Aber das so betrifft es halt gleich alle, das heißt, ich spare mir 8 Stunden, als wenn ich das jetzt erstmal hier für jeden mache. Und wenn ich nicht genug Sterne habe, um hier weiterzumachen, dann kann ich ja immer noch die hier anstoßen und dann eine Stunde laufen lassen und dann mal gucken, ob es sich lohnt, irgendwo anders weiterzumachen. Also das hier zumindest schon mal das erste Element. Mit den Sternen können eben die Einnahmen hier gesteigert werden und das Holzeinkommen und dieser Star Gain, also dieser Wert, kann hierdurch auch gesteigert werden. So, hier komme ich jetzt dazu, zu dem Holzthema. Und hier ist jetzt das Problem, also da steht jetzt plus 3. Das heißt aber nur, dass es eigentlich 1 mehr wird. Ich kaufe ihn trotzdem. Auch genau, zum einen kriege ich dann gleich einen Milestone. Das zeige ich euch auch gleich noch, wo der relevant wird. Und das heißt, jetzt current habe ich 3. Jetzt kostet 12.000. Also die sind ziemlich, ziemlich teuer. Und dann jetzt... Also ihr seht, es ist nur von 19 auf 20 gestiegen. Und hier seht ihr auch die Pearl Gains, wobei mit 50.000 ist es nochmal extrem teuer. 25% war der erste Effekt. Und der nächste Effekt werden 50% werden, beziehungsweise dann der Gesamteffekt 50% sein. Ansonsten funktioniert der Bonus hier genauso wie im Hauptspiel. Hier die Event-Items eingesammelt werden. Also das sammelt sich genauso an. Nur, dass es hier eben dann eben für diese Boni ausgegeben werden kann. Und 100%, ich weiß noch nicht, zu welchen Zeitpunkten ich jetzt hier tatsächlich diese Elemente dann aufstufe, weil im Moment mir vor allem wichtig ist, eben mehr Wood zu bekommen.
um eigentlich hier die Pearls zu starten. Weil warum will ich die Perlen verbessern? Da komme ich dann zum Souvenirshop. Das heißt, die Perlen hier aus dem Hauptspiel, die ich jetzt hier fürs Aquarium ausgeben könnte, wo ich hier eben jetzt inzwischen 15 bekomme, die sind interessant, um die Geschwindigkeit für die Geschäfte zu steigern. Das hier ist wahrscheinlich, ich nehme es an, dass es ein Profitfaktor ist, hier steht es leider nicht genau, aber es bezieht sich auf den Entertainment und Recreation Sektor. Dann wiederum Terroristeneffekt, den ich jetzt noch nicht als so wichtig an. Wiederum der Star-Change-Effekt, den ich auch um 0,5% dann anheben kann. Und der Star-Gain-Faktor auch nochmal. Das heißt aber eben hier, statt das eben an der Stelle im City-Aquarium auszugeben, die nächste gebe ich die jetzt hier aus, um dort ja, zum einen einen weiteren Meilenstein zu bekommen, aber auch um eben einfach diese Beschleunigung nochmal hier zu haben. Okay, mit von 1,6 auf 1,8 ist jetzt nicht mehr, beziehungsweise ich habe erst eine Steigerung auf 1,6 gehabt, 1,4 war es vorher. Und warum? Weil die Milestones mir ermöglichen, mehr Hollybars zu bekommen. Das heißt, je schneller ich hier im Island-Level hochlevele, das heißt, höheres Island-Level, hier brauche ich Level 3, um das nächste Stufe zu bekommen. Dann TV-Campaigns, muss ich jetzt 18 erledigt haben, um da die nächste Stufe zu bekommen. Bei den Souveniren, ja, da muss ich jetzt noch ein weiteres kaufen. Eins habe ich ja jetzt gerade mit euch gekauft. Und bei den Softbirds, da fehlt mir jetzt nur noch eins, um dann hier auch die nächste Stufe zu bekommen. Und zumindest, sobald ich die ersten 60 Stufen zusammen habe, bekomme ich jeden, also jeweils nach 24 Stunden, 60 von diesen Bars. Nebenbei gibt es natürlich hier für diese Stufen eben auch nochmal Boni, die sich auf das Hauptspiel auswirken. Also auf die Stadt, auf den Stadtteil. Weil hier in dem TV-Station, also entweder ich kann natürlich das mit den 10 Stunden beschleunigen, aber das ist nicht so sinnvoll, weil das kann ich auch einfach so durchlaufen lassen. Aber hier gibt es noch Hollybar-Upgrades. Ich bin noch nicht sicher, ob die hier wahrscheinlich so upgraden, dass die mehr ich hiervon gekauft habe, dann nach und nach weitere freigeschaltet werden. Aber mal sehen. Ich werde jetzt erstmal hier noch einen weiteren kaufen, weil ich werde es im Hauptspiel ja eh nicht verwenden. Und vielleicht kriegen wir heute schon die erste Freischaltung. Aber nee, heute ist auf jeden Fall noch keine. Also auf jeden Fall werde ich hier noch ein paar Hollybars investieren, einfach um hier diesen ja, Entertainment- und Recreation-Sektor natürlich zu boosten und mit der Insel weiter voranzukommen. Und hier seht ihr, während hier die Rückwirkung von der Insel auf das Hauptspiel ist, das heißt, die Insel gibt Boni für das Hauptspiel, ist hier der gegenteilige Faktor. Das heißt, mit den Leveln, die ich als Maximalwert für die Stadt erreicht habe, bekomme ich hier einen Bonus, Island Profits. Dann die Prestige-Items, deswegen habe ich auch einen Prestige-Wert, also beziehungsweise den Prozentwert für die Stars aktuell bei 5%, weil ich bereits aufgrund der Prestige-Items einen Bonus von 4% habe. Initial wäre das Ganze bei 1% gewesen. Hier bei den Agents habe ich ja gerade gesagt, es ist jetzt ein Bonus da, der die Full Sets belohnt. Das heißt, ich muss jetzt noch 2 Angel kaufen, damit die alle Level 3 haben, um dann hier wiederum ein weiteres Holzteil dazu zu bekommen. Und die Aquarium-Items, weswegen es sich im Moment noch nicht lohnt, weil ich brauche mindestens 5 weitere. Das heißt, es sind knapp 200 Perlen, die ich ausgeben muss, damit ich hier dann tatsächlich aber einen neuen Star-Wert bekomme von 16-fach Multiplikator statt 8. Also insofern finde ich es eine nette Idee, dass sich die beiden Sachen so gegenseitig beeinflussen. Ansonsten Trophäes ist das gleiche wie in dem Hauptspiel, nur dass es halt ein paar weniger sind, als aktuell im Hauptspiel möglich sind, weil da gibt es jetzt 611 maximal. Und jetzt komme ich auch dazu, ein Reset mit euch zu machen. Und zwar auf der Insel. Also ein Reset hatte ich schon mal gemacht. Und jetzt mache ich den nächsten mit 5785 Touristen, die dann halt im Moment jeweils 1% Bonus bekommen. Aber ihr habt ja schon gesehen, hier einmal der Tourismuseffekt. Hier kann um 0,5% gesteigert werden. Beim Souvenir-Effekt kann um 0,5% gesteigert werden. Bei den TV-Stationen kann der Tourismuseffekt nicht gesteigert werden. Aber das reicht ja. Also es gibt 2 Stellen, wo ihr einmal mit Holz und einmal mit den Perlen dann den Tourismuseffekt steigern könnt. Das heißt, dann habt ihr nicht mehr 1%, sondern jeweils deutlich mehr,
je nachdem, wie oft ihr diese Steigerung dann hin durchführt. Also jetzt erstmal die Touristen holen und dann mal gucken, wie schnell sich jetzt hier tatsächlich irgendwas aufbauen lässt. Okay, 37 kann ich jetzt gleich nach dem ersten Durchlauf kaufen. Das wird auf jeden Fall schon deutlich interessanter aktuell. Machen wir mal in 10er Schritten. Und dann, weil eine Sache ist auch noch zu beachten, diese Zeitboni oder diese Zeitboost, die ihr nutzen könnt, die wirken sich nur auf eins von beiden aus. Das heißt, wenn ihr das in der Insel verwendet, wirkt sich das auch tatsächlich nur auf die Insel aus und umgekehrt. Das heißt, die Booster in der Stadt haben keinen Boost für die Insel zur Folge. Das heißt, da solltet ihr dann darauf achten, dass ihr tatsächlich zum einen die so nutzt und nicht meint, dass die für beide gleichzeitig gelten, sondern wirklich die in der Stadt oder in der Insel dann auslöst. So, wenn wir die jetzt ausgebaut haben, dann war das auch alles eigentlich soweit für heute. Damit eigentlich auch das letzte, zumindest Element, freigespielt. Jetzt heißt es natürlich, die ganzen Sachen auch freizuspielen. Und auch hier können wir ja mal wieder noch einen Blick auf die Steam-Errungenschaften gucken. Also wie sieht es aktuell mit den Steam-Errungenschaften auf? 36 von 42 habe ich aktuell. Das Green Energy als 96. Upgrade, ich glaube, das war hier das 96. So, also das Green Energy Geschichte. Dann, das war das letzte. Und was jetzt eben noch fehlt, ist City Facilities, 1200. Das Paradox Level 50, 580 Trophäen, Reach Level 31, das heißt noch ein Level weiter, das die 60 Aquarium-Sachen. Und Aurel de Mystique, das 262. City Upgrade. So, schauen wir mal, dass ich die jetzt im Spiel wiederfinde. Also es sind, was natürlich ein bisschen aufwendiger ist, die City Facilities. Wobei man aber auch berücksichtigen muss, es gibt insgesamt 15 City Facilities. Das heißt, das 1200 ist also weniger als Level 100. Das heißt, wenn ich hier irgendwo bis Level 100 alle hochgebracht haben sollte, dann habe ich das die Errungenschaft auf jeden Fall geschafft. Dann eben hier Level 50, das heißt, da fehlen mir auch nur noch 11 Level. Und ich glaube, ein Sprung ist etwa 2 Zehnerpotenzen, die halt ein Level braucht. So, das nächste waren die Trophäen mit 580. Das heißt, da sind, glaube ich, ein paar nachträglich ergänzt worden, weswegen das die Zahl inzwischen höher ist, weil vorher war das bestimmtes Maximum am Anfang. Reach Level 31 und Audrey de Mystique. Mal gucken, ob die hier schon sichtbar ist. War das schon Audrey? Nee, das ist Anna. Also Audrey ist auf jeden Fall noch nicht sichtbar. Also mal sehen, bis zu welchem Level ich hier die Offices dann tatsächlich kaufen muss, welches dann tatsächlich weiter hinten liegt. Ob das Office Achievement dann später kommt als die anderen Achievements. Mal sehen. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, sobald ich dorthin komme. Hier sind im Moment 50er Stufen ganz sinnvoll, um dann die nächsten Multiplikatoren freizuschalten. Auf jeden Fall die Anzahl der Gebäude wirkt sich nicht darauf aus, wenn dort ein Stern produziert wird, weil, wie gesagt, die Sternproduktion ist fest vorgegeben mit den Stargains hier, die jetzt auch eben gestiegen sind durch die Touristen. So, dann können die beiden noch einen Multiplikator, aber die holen zumindest nicht, was den 15er da angeht, auf. Das heißt, ich werde jetzt hier mal noch einen Boost reinhauen, um da einfach die nächsten Boni, ja genau, nicht den Bonus, sondern hier gibt es eben auch die ersten Boni, die dann verschiedene Multiplikatoren freischalten und dann nämlich auch das Gefüge ein bisschen durcheinander würfeln. Aber der hier hinten ist jetzt aktuell noch am stärksten. So, hier dann der 14er, wobei die jetzt wahrscheinlich schon auf, nee, sind noch 50er Schritte, die ersten beiden, die anderen auch. Das heißt dann die natürlich, die als erstes einen Multiplikator erreichen. Und damit ist der erste fast auf gleicher Ebene wie der letzte momentan. So, ansonsten für den Milestone brauche ich ja eben Level 3 an der Stelle. Und je nachdem, was ich jetzt natürlich noch freischalten würde, wären das noch ein paar mehr. Zum Beispiel noch die nächsten 2 Stunden zu nutzen, um 2 weitere Kampagnen und dann erst in 3 Stunden das Ganze abzuholen. Es verschiebt sich natürlich immer je nachdem. Die 24 Stunden beginnen erst zu laufen wieder, wenn ihr die abgeholt habt. Und je nachdem, ob ihr immer zur gleichen Zeit online seid, ja, kommt es dann halt immer später und eventuell, dass ihr einen Tag dann überspringt, weil ihr halt zu der Zeit dann schlafen geht.
Soweit dann heute die Rückmeldung von Holiday City Reloaded. Jetzt also mit allen Features in Reichweite, aber natürlich noch nicht alle Errungenschaften. Das wird jetzt noch, ja, ich will nicht gleich wieder von Jahren sprechen, aber ich denke mal, dass es etliche Wochen und Monate dauert, tatsächlich in diesen Grindings aufzusteigen. Aber mal sehen, wie stark sich das Spiel wirklich spielt. Also ob es dann am Ende so zäh wird wie Midas Gold Plus oder ob es eine angenehmere Kurve hat, in der die verschiedenen Errungenschaften noch erreicht werden können. Und natürlich auch ein bisschen die Frage, ob es schneller zu einem Ende findet oder ob es dann früher Erweiterungen gibt, die das Spiel nochmal verlängern, weil Holiday Island ist ja jetzt tatsächlich auch erst gekommen, während ich das Spiel schon angefangen habe. Also es verspricht spannend zu bleiben, was dort noch möglich ist.